Jetzt wird Drake schon von Tupac verklagt und der Grund ist wirklich krass. Dieser Rap-Krieg in den USA wird immer skurriler und absurder, aber den Fans scheint es zu gefallen. Nicht vergessen, abonniert den Kanal hier und auch auf Instagram Rapcheck für weitere News. Als Rapper Future seinen neuen Song vorstellt, wird klar, uns erwartet ein Rap-Beef der höchsten Klasse. J. Cole ist plötzlich involviert, genau wie Rick Ross, Drake oder jede Menge andere auch. Während alle auf die Antwort von Kendrick Lamar warten, droppt Drake schon mal seinen Diss. Allerdings hat er sich was einfallen lassen und benutzt auch die Stimme von Tupac. In seinem Diss bekommt er also die Unterstützung von der Rap-Legende, natürlich in Form einer KI. Der Song geht viral und alle diskutieren darüber. Auch die Familie von Tupac bekommt das mit und ist entsetzt. Sie gehen sofort zum Anwalt und warnen Drake. 24 Stunden hat er, um den Song zu löschen, ansonsten sorgen sie selbst dafür. Sie hätten niemals die Freigabe erteilt für solche Zwecke. Somit wollen sie natürlich das Ansehen von Tupac bewahren und ihn nicht in irgendwelche Beefs involvieren. Drake hat bis jetzt den Song noch nicht offline genommen oder ein Statement dazu abgegeben. Es bleibt spannend, wie dieser Beef sich weiterentwickelt.